Hallo Leute, willkommen beim LS22 mit Mittellos im Mühlenkreis Mittelland. Ob ich mich wohl ganz ohne Startkapital in dieser schönen Gegend durchschlagen kann? Was kann ich tun, um Geld zu verdienen, um mir Land und Maschinen zu kaufen? Dies ist Teil 10. Kühn wie ich bin, habe ich einen riesengroßen Kartoffelernteauftrag angenommen. Und jetzt steht hier dieses Riesengeschoss von einem Kartoffelernter. Und den muss ich mal zu dem Feld bringen. Das ist glücklicherweise gar nicht weit weg. Aber vor allem muss er jetzt erstmal vom Hof. Der Kartoffelernter. Was für ein Riesending. Also mein Plan ist, dass die Kartoffelernte großteils von einem Helfer erledigt wird. Und ich mache in der Zwischenzeit Düngeaufträge und fahre die Kartoffeln hin und her und so. 30.000 gibt es. Mal gucken. Ja, 30.000. Da konnte ich nicht widerstehen. Es gab noch einen größeren, aber ich glaube, dieses Feld, was ich angenommen habe, ist irgendwie günstiger. Ist in der Nähe und so. So. Nicht das, sondern das dort hinten. Was für ein Riesengeschoss. Das wird bestimmt den ganzen Tag dauern. Ich hoffe, es regnet nicht so bald. Sorry. Ja, muss einen Moment warten, lieber Autofahrer. Ich muss hier erstmal rangieren und auf das Feld kommen. Dann bin ich auch gleich weg. Erstmal aufklappen. So. So. Eieiei, bis das allein schon aufgeklappt ist, dauert das ewig. Und natürlich ist da ein kleines Bäumchen im Weg. Aber es wird schon irgendwie gehen. Hoffentlich wird es gehen. Es wird nicht gehen, weil wir auf einmal so super breit geworden sind. So extrem super breit. Das ist auch noch ein Vorgewende zu machen. So. Ups, jetzt geht nicht. Der Baum hat einfach eine ganz fürchterlich reale Kollision. Nein, 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 nein. Ja, das eine Auto ist schon weg. Das ist gut. Das ist hilfreich. So. Ist es Absicht, dass das Rohr sozusagen hier ausgeklappt ist? Also gut, es ist ja kein Rohr. Ich nehme mal an, dass es Absicht ist. So. Was für ein Geschoss. Setzen wir uns mal kurz rein und gucken, bevor ich da den Helfer anrufe, dass der dann übernimmt. Oh, wie viele Bildschirme. Man kann praktisch jeden Blickwinkel sehen und überwachen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und hier kann auch einer mithelfen. Also, mitfahren und einen moralisch unterstützen. Okay, wir haben bei unserer ganzen Tour schon einige Kartoffeln geerntet. Obwohl ich hier nur mal rumrangiert habe. Ich hoffe, dass da hinten der Baum nicht zu arg stört. Ja, da fallen sie rein, die Kartoffeln.
So, ich hole jetzt erstmal den Anhänger. Ja, das ist ja halbwegs passabel hier, der Anhänger. Schicker Traktor. Ah ja, hier habe ich dieses Pflaster auch schon gesehen. Ah, und das ist schon wirklich schön. Es ist nicht ganz perfekt. Darum war es auch preiswert. Auch hier ist es nicht perfekt. Aber ich finde es sehr, sehr schön. So, upsala. Da muss ich hier bestimmt zigmal. Ist er schon voll? Oder nee, er kommt zurück, er kommt zurück. Zigmal hin und her fahren und das dann immer bei der Zugstation abliefern. Da muss ich mal gucken, wie ich da am besten hinfahre. Also, wir sind jetzt hier. Ja, ich komme von hier aus direkt in diesen Zugstationsbereich. Das ist doch praktisch. Und auch wieder zurück. Also wenn ich hier lang fahre, komme ich auf den Weg, dann hier rum und da muss ich es schon abliefern und dann komme ich hoffentlich so zurück. Nahezu perfekt. Das ist ein echter Fall von was will man mehr? Ah, jetzt sollte ich mal aus dem Weg fahren. Oh, der ist aber nicht sehr weit gekommen. Wahrscheinlich wegen des Baumes. Dann muss ich halt am Schluss noch dieses Eck da selber abernten. Hauptsache, er macht mindestens 90% oder so. Mindestens 95%. Mal gucken, wie viel Hektar das überhaupt sind. Fünf. Das ist schon recht heftig. Ja, dann fahren wir jetzt mal zu Feld 44 zum Düngen. Also einfach oben rum über den Fluss und dann links rum. Es sei denn, der ist gleich voll. Na, ja, das werde ich sehen. Und da ich einen möglichst langen Düngetag erhoffe, sollte ich mir vielleicht noch einen Sack Dünger kaufen. So. Da steht das sehr gut. Natürlich werde ich auch wieder Helfer düngen lassen. Aber einige Stücke mache ich bestimmt selber und dann muss ich Dünger mitnehmen. So. Wir werden gleich an unserem Zuhause vorbeifahren. Ah ja, jetzt hat er einen fast vollen Korntag. Okay, vielleicht schaffe ich ja noch den Weg dahin. Da kommt es, unser schönes Zuhause. Macht sich doch prachtvoll. Fehlen nur noch die Fahrzeuge im Unterstand. Und ich denke mal, Gärten werde ich auch relativ bald einführen. Jetzt wird er durch ein Objekt blockiert.
Mal gucken, ob er sich irgendwie wieder freischafft. Aber da muss ich wohl nach dem Rechten schauen. Ja, heute Nachmittag sollte ich dann auch mal in den Supermarkt gehen, um ein bisschen Vorräte für die Küche zu besorgen, damit ich dann nach getaner Arbeit mir was zu essen machen kann. Aber ich denke mal, da kann ich auch warten, bis es regnet. So, und jetzt hier links rein. Ja, hier ist auch noch so ein kleines Flüsslein. Okay. Ich denke mal, ich übergebe das hier direkt einem Helfer. Es ist ja auch sehr schön geeignet für einen Helfer. So. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ich würde sagen, der kommt hier gut voran. Das sieht halbwegs akzeptabel aus. Oh, hier kann man auch mal sehen. Wie wo gedüngt wird. Also man sieht die Bodenveränderung. Und jetzt kümmere ich mich mal wieder um die Ernte. Oder soll ich abwarten, ob er die Wende schafft? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich werde ich wieder den Rand selber machen müssen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Einfach aufhören und sagen, huch, nee. Das ist mir zu unheimlich. Stopp, 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 stopp. Zurück, zurück, zurück. So. Das ist schon arg dicht an den Fluss ran. Das ist hier, glaube ich, sogar der Kanal. So. Jetzt fahre ich mal bis da hinten in die Ecke. So. Tja, und das, was ich mir eigentlich erhoffe von dem Helfer, dass der nämlich präzise abschätzen kann, wie viel Abstand man halten muss, das muss ich jetzt selber machen. Aber ein bisschen überlappen ist in Ordnung, denke ich. So. Jawohl. Und jetzt macht den Rest aber bitte brav. Ich muss mich um die Kartoffelernte kümmern. Okay. Ich verstehe. Tja, das mit den 95%, die vom Helfer geschafft werden, wird wahrscheinlich nichts. Vielleicht sollte ich hier ein stattliches Vorgewende machen. Dieses Ding ist auch so sperrig. So. Ich meine, ich kann ihn jetzt erstmal hier lang fahren lassen. Stopp mal kurz. Wir sollten ja nicht allzu viel stehen lassen. Das ist eine ganze Reihe. So. Okay.
Helfer E glaubt schon wieder fertig zu sein, aber es sind noch 20% übrig. So, jetzt fahre ich erstmal hier. Gut. Und jetzt hüpfe ich wieder zu unserem Düngehelfer. Du glaubst also, hier bist du fertig. Ja, kein Wunder, dass diese Helfer die Aufträge nicht eigenständig abwickeln können. So, sehr gut. Dann wären wir hier fertig. Da kann ich dann ja gleich schon mal das Geld für einstreichen. Und dann hole ich mir aber einen anderen Auftrag. Ah, jetzt ist der Kartoffelernter voll. Denn wenn ich jetzt den Auftrag machen würde, für den ich hier diesen die Ausrüstung gemietet habe, dann, wenn ich den fertig mache, muss ich den auch abgeben. Sonst kann ich das Spiel nicht zumachen und wieder neu starten. Okay. Du bist jetzt voll. Ist auch immer nur halb gefahren. Ja, das gibt noch sehr viel Arbeit. Aber es wird dann auch viel Geld geben. So, mal gucken, wie viel hier reinpasst. Und ich denke mal, wenn ich hier jetzt ein ordentliches Vorgewende gemacht habe, sagen wir mal mindestens 4 Bahnen, bis hinter natürlich, und vielleicht auch auf der anderen Seite, dann müsste der Rest auch vom Helfer zu schaffen sein. Hoffe ich. Okay. Ach so, das war's schon. Gut. Dann hat hier der Hänger ja ganz gut Kapazität. Da muss ich nämlich jetzt noch nicht sofort den abliefern. So, ich denke mal, hier auf den Weg kann ich mich stellen. Und dann werde ich hier erstmal ein bisschen helfen. Ach, er arbeitet was. Okay, ja, will ich ihn dann jetzt mal nicht abhalten. Er wird dann wahrscheinlich hier wieder so seine Macken kriegen. Da muss ich dann noch nacharbeiten. Aber jetzt fährt er ja schon ordentlich bis hierher. Das ist ja schon mal ganz brav. Dann kann ich ja nach einem zusätzlichen Düngeauftrag gucken. Also. Ah, den hier kann ich abschließen. Und dann gibt es hier noch den. Auf Feld 48. Das könnte fast in der Nähe sein.
43, 44. Oh. Die 40er machen irgendwie einen Sprung. Ja, es ist ganz und gar nicht in der Nähe von Feld 44. Aber ich kann dann hier hinten rumfahren. Ja, und muss hier rechtzeitig vorher abfahren. Ah, zu der anderen Mühle geht's. Denn hier, das wäre hier am Fluss entlang. Also im Prinzip erstmal hier zu diesem Dorf und hinter dem Dorf dann rechts rein. Und kommt er klar? Ja, hier hat er dann auch Stopp gemacht. Ich denke mal, ich lasse den hier schon erstmal werkeln, wie er es kann. Und wenn er dann stoppt, dann mache ich mal eine, sagen wir mal, Zwischennachbearbeitung. Damit er dann das restliche Feld ordentlich machen kann. Weil das ist hier ja alles ganz fürchterlich, Kraut und Rüben. Wobei, da dies Eck, das habe ich ja verbockt. Gut. Also hier fahren wir jetzt links rum. Ups, sorry. Ich dachte, hier hat der landwirtschaftliche Verkehr immer Vorfahrt. Aber dem ist wohl nicht so. Hier gilt das Recht des Stärkeren. Hier ist ein leerer Platz. Ah, den hatte ich mir, glaube ich, auch auf der Karte angeguckt. Aber das ist halt hier doch recht ab vom Schuss. Da ist mein Dreieckgrundstück deutlich zentraler gelegen. Und ich bin ja auch sehr zufrieden. Es war ja preiswert und für mich wirklich groß genug. So, jetzt müsste es hier gleich rechts abgehen. Okay. Da ist schon die Mühle. Wunderbar. Und das ist hier dieses Feld, was gedüngt werden will. Ja. Gut, gut. Jetzt schaue ich nochmal nach unserer Kartoffelernte. Ja, er macht das hier jetzt halbwegs gut. Vielleicht lasse ich ihn noch einmal hin und her fahren, bevor ich dann eingreife und da den Rand mache und dann auch schaue, ob ich da auf der anderen Seite auch eingreifen muss, wegen Vorgewende. Aber ich denke mal, hier diese Breite, ja, mit diesem Riesengeschoss. Ja, er hört hier einfach auf, denkt sich, da kann ich nicht mehr. Das wird auch mir schwer fallen. Da muss ich dann vielleicht vor- und zurückfahren oder so, um das zu machen. Das Ding ist ja schon irgendwie sehr, sehr sperrig. Aber es ist natürlich auch gigantisch.
Gut, dann haben wir in den nächsten Folgen noch ordentlich was zu tun. Aber ich denke mal, wir können auch gut Geld verdienen und schön ordentlich weiterkommen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!